Hautunreinheiten durch die Maske. Nach wie vor ein großes Thema. Du hast dich gefragt, wie kann man am besten dagegen vorgehen? Und daher ist dieses Video die Antwort darauf. Mein Name ist Dr. Lies Martin, Ärztin von der Online-Hautarztpraxis Dermanostik. Übrigens, Hautunreinheiten im Bereich der Maske sehen wir sehr häufig bei unseren Patientinnen und wir haben auch da Best Practices. Mittlerweile gibt es zwei Maskenarten, die normale OP-Maske und die FFP2-Maske. Beide haben Vor-, aber auch Nachteile. Die OP-Maske lässt an der Seite relativ viel Luft hindurchgehen. Der Vorteil ist, die Haut wird besser durchlüftet und nicht so feucht. Der Nachteil ist natürlich, sie ist weniger effektiv. Deswegen greift man auch eher zur FFP2-Maske, wenn man intensiven Kontakt hat. Bei der FFP2-Maske haben wir einen sehr engen Sitz. Insbesondere wenn du darunter Make-up trägst oder verschiedene Cremes, dann kommt es zur Reibung, gegebenenfalls zu kleinen Verletzungen und dann zur Entzündung. Auch wenn die wenigsten es machen, man sollte die Maske tatsächlich nur 2 bis 4 Stunden maximal verwenden und auch regelmäßig wechseln, denn es kommt zu einer Ansammlung von Luftfeuchtigkeit, von Keimen, von Make-up-Resten und das wiederum verschlechtert die Haut, insbesondere wenn du sowieso schon dazu neigst. Was kannst du konkret tun? Zum einen, wechsel deine Maske regelmäßig. Bevor du sie aufträgst, schau, dass die Haut nicht zu feucht oder fettig ist, sondern fast schon ein bisschen trocken, denn die Feuchtigkeit kommt automatisch durch die Ausatemluft. Schau, ob du nicht an einer Hauterkrankung bereits leidest, die durch die Maske verstärkt wird. Hauterkrankungen, die verstärkt werden können, sind zum einen die Akne, aber auch die periorale Dermatitis, die Stewardessenkrankheit. Diese entsteht durch eine übermäßige Pflege, aber auch, wenn man an einer sogenannten Rosacea neigt. Also das heißt, man hat auch selber eine Veranlagung, dass die Haut übermäßig reagiert. Falls du dich übrigens fragst, was Stewardessenkrankheit bedeutet, vor allem bei den Stewardessen hat man um den Mund herum solche Hautveränderungen bemerkt, weil sehr viel Schminke und Pflege benutzt wurde. Und obwohl man sich so viel schminkt und pflegt, reagiert die Haut extrem empfindlich. Einfach, weil es eine Überpflegung ist. Was du als Pflege konkret tun kannst, ist, schmeiß am besten erstmal alles zur Seite und benutze eine Pflege, die wirklich frei von jeglichen Duftstoffen ist und am besten auch sonstigen Allergenen. Außerdem kannst du schauen, ob sie extra für eine periorale Dermatitis oder für eine empfindliche Haut geeignet ist. Begutachte auch, ob es sich tatsächlich um Akne handelt oder um allgemeine Hautunreinheiten, denn das sollte man zusätzlich behandeln. Nur durch eine gute Pflege werden die meisten Hautveränderungen leider nicht verschwinden. Das ist auch der Grund, warum unsere Patientinnen uns kontaktieren und wir dann rezeptpflichtige Wirkstoffe ausstellen. In diesem Zusammenhang bei der Maskne, so wie es auch bezeichnet wird, ein wichtiger Appell. Viele neigen dazu, sich regelmäßig in das Gesicht zu fassen, zu knibbeln, sobald sie eine Erhabenheit bemerken. Aber auch das Handy ist eine Möglichkeit, wo Erreger in das Gesicht gelangen können. Also das heißt, nicht nur die Maske alleine, sondern unser ganzes Verhalten und auch die anderen Sachen, mit denen wir in Berührung kommen, können Hautunreinheiten triggern. Versuch wirklich, deine Haut komplett in Ruhe zu lassen und beobachte einmal über 2 bis 3 Wochen hinweg, ob es zu einer Veränderung kommt. Denn Veränderungen bemerkt man bei Hautunreinheiten meistens nicht innerhalb von wenigen Tagen, sondern frühestens nach ein paar Wochen. Wenn du als Patientin zu uns kommst, dann wirst du nicht nur eine rezeptpflichtige Therapie verschrieben bekommen, wenn es notwendig ist, sondern auch eine konkrete Hautpflegeempfehlung mit Produkten für deinen Hauttyp und der entsprechenden Hauterkrankung, an der du zurzeit leidest. Wir haben bei Instagram eine ganze Themenwoche mit vielen weiteren Informationen, schriftlich und in Form von Quizzes bei der Story. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort wiedersehen, wenn du den Kanal abonnierst, vielleicht auch noch eine Frage oder einen Kommentar hinterlässt. Und an der Stelle verabschiede ich mich.